Du suchst den ultimativen Guide für Interviews im Assessment Center der Polizei? Dann bist du hier genau richtig, denn wir erklären dir, was es für Interviews gibt, wie sie ablaufen und mit welchen Schlüsselstrategien du sicher und erfolgreich bestehen wirst. Die Polizei prüft im Einstellungsverfahren wichtige Soft Skills und Fähigkeiten ihrer Bewerber ab, die im Polizeialltag jederzeit abrufbar bereit sein müssen. In diesem Verfahren namens Assessment Center werden die Fähigkeiten der Bewerber getestet und festgestellt, was laut Definition Ziel des Assessment Centers ist, denn to assess bedeutet im Englischen eine Sache oder Person bewerten und etwas feststellen. Insgesamt werden bei den Übungen zum einen Durchsetzungsvermögen, Konfliktbereitschaft, Deeskalationsvermögen und Belastbarkeit geprüft. Zum Zweiten sind auch Skills wie Verhandlungsgeschick sowie psychologisches Einfühlungsvermögen und soziale Kompetenz für die Bewerber nötig. Daher sind diese Assessment Center letztendlich ein strukturiertes Auswahl- und Bewertungsverfahren, in dem durch Einzel- oder Gruppenaufgaben Fähigkeiten und Eigenschaften geprüft werden, die für die jeweilige Stelle entscheidend sind. Eine dieser Aufgaben lautet Interview und diese stellen wir dir nun vor. Ein Interview im Assessment Center der Polizei kann grundsätzlich auf zwei Arten stattfinden, nämlich strukturiert und unstrukturiert. Beim strukturierten Jobinterview sind die Fragen standardisiert und wirken dadurch zwar etwas formeller, aber es erleichtert den Vergleich zwischen den Bewerbern, da ja alle in diesem Abschnitt die exakt gleichen Fragen erhalten. So wird das strukturierte Interview von der Polizei aufgrund seiner Vorteile häufiger angewendet als das unstrukturierte Interview. Es gibt zudem verschiedene Varianten vom strukturierten Interview und so ist eine der am häufigsten eingesetzten Varianten das multimodale Interview. Der Ablauf, den du im multimodalen Interview erwarten kannst, folgt einem strengen Muster und ist in exakt 8 Abschnitte unterteilt. Beim Gesprächsbeginn ist es wichtig, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Dazu gehört auch die Überlegung, welche Eigenschaften du bereits durch dein Äußeres zeigen möchtest. Achte auf einen konservativ zurückhaltenden Kleidungsstil ohne starke Kontraste. Die Farbe Blau ist hierbei eine sehr gute Wahl, denn sie wirkt sehr beruhigend. Außerdem kann ein frischer Haarschnitt nicht schaden, Blickkontakt von Anfang an und ein freundlich offener Gesichtsausdruck sind ebenfalls sehr wichtig. Zu Beginn solltest du dich für die Einladung zu diesem persönlichen Gespräch bedanken, denn so gewinnst du auf jeden Fall die ersten Pluspunkte. Die Selbstvorstellung des Bewerbers ist ein wichtiger Gesprächsteil und wird oft durch Erzählfragen eingeleitet, wie zum Beispiel, erzählen Sie uns doch etwas von sich oder wie kam es eigentlich, dass Sie sich bei uns beworben haben. Dieser zweite Teil ist der erste Teil, der bewertet wird, denn der Gesprächseinstieg an sich wird nicht bewertet und bei diesem Teil werden die kommunikativen Fähigkeiten auf die Probe gestellt. Es ist hier angemessen, bei solchen Fragen ausführlicher zu antworten, denn du solltest in der Lage sein, 5 Minuten über dich selber sprechen zu können. Hier ein kleiner Tipp für die Vorbereitung: Übe die Selbstvorstellung zu Hause und gliedere sie in die folgenden 3 Abschnitte. Erstens Daten aus dem Lebenslauf. Zweitens ausführliche Darstellung deines Werdegangs. Und drittens Gründe, warum du dich bei der Polizei beworben hast. Im nächsten Abschnitt geht es um die Berufswahl der Polizei und hier finden nun die klassischen Fragen des Vorstellungsgesprächs statt. Hierbei ist es spannend zu wissen, dass es an sich 2 Fragen gibt, aus denen sich im Endeffekt alle anderen Fragen ableiten. Frage Nummer 1 lautet: Warum bewerben Sie sich bei der Polizei? Hier solltest du dich schon ausführlich mit deiner Persönlichkeitsanalyse aus den ersten Kapiteln beschäftigt haben und mit den spannenden Polizeibereichen aus dem Grundwissen. Die Frage Nummer 2 lautet: Warum sollten wir uns für Sie entscheiden? Auch hier ist es wichtig, die Persönlichkeitsanalyse dir anzugucken und auf die speziellen Polizeieigenschaften zu gehen, die besonders relevant sind für den Polizeiberuf. Aus diesen beiden Fragen leiten sich nun alle weiteren Fragen in diesem Abschnitt ab. Und da in der Regel hier immer die gleichen Fragen gestellt werden, kannst du dich auch bestens darauf vorbereiten. Im Folgenden möchte ich dir die 10 häufigsten Fragen vorstellen, auf die du dich zwingend vorbereiten solltest. Erzählen Sie uns bitte etwas über sich. Warum denken Sie, dass Sie für diese Stelle geeignet sind? Warum bewerben Sie sich bei der Polizei? Was erhoffen Sie sich von Ihrer künftigen Tätigkeit bei uns? Wo sehen Sie sich eigentlich in 5 Jahren? Was sind Ihre Stärken und Schwächen? Was erwarten Sie von Ihren künftigen Kollegen? Wie stehen Sie zum Thema Teamarbeit? Können Sie sich vorstellen, künftig auch Führungsaufgaben zu übernehmen? Was sagt Ihr Umfeld eigentlich zur Polizeiberufswahl?
An dieser Stelle wäre es auch super, wenn es um die Berufswahl geht und das persönliche Umfeld, dass du hier einen Kontakt erwähnst, der idealerweise in deiner Familie ist oder zumindest einen Freund oder eine Freundin, die irgendwie Polizeibezug hat, denn das kommt auch immer sehr gut bei den Prüfern. Wenn du für diese Fragen gute und angemessene Antworten dir überlegt hast, kannst du dir sicher sein, dass du absolut bestens vorbereitet bist. Hier noch ein kleiner Tipp fürs Angstthema schlechthin, nämlich beim Thema Schwächen. Hier gibt es eine einfache Matrix, die sich bewährt hat, nämlich manchmal neige ich dazu, dann ein Beispiel nennen und der letzte Part ist aber seitdem ich. Gute Themen sind zum Beispiel, dass man zu viel Verantwortung übernimmt oder oftmals wenig bis keine Puffer in der Zeitplanung hat. Wenn wir gerade mal bei diesem Thema bleiben mit der Zeitplanung, also das Thema Unpünktlichkeit, dann würde gemäß dieser Matrix der Satz wie folgt lauten: Manchmal neige ich dazu, unpünktlich zu sein. Das merke ich in Situationen, in denen ich mich zum Beispiel mit meinen Freunden verabrede. Aber seitdem ich schaue, dass ich gedanklich immer 10 Minuten früher da bin und mir einfach noch gemütlich die Zeit vertreibe, kommt das nur noch sehr selten vor. Hier hast du jetzt mit der Matrix das Ganze abgehandelt, nämlich manchmal neige ich dazu, in dem Fall Unpünktlichkeit. Dann ein konkretes Beispiel, weil die Prüfer wollen auch wirklich sehen, dass das wirklich eine Schwäche von dir ist. Und das Thema aber seitdem ich, damit hast du direkt einen Lösungsansatz kommuniziert und zeigst, dass du diese Schwäche zwar hast, dir aber bewusst bist und auch schon aktiv eine Lösung hast. Denn es ist vollkommen okay, dass du Schwächen hast, wir sind alle nur Menschen. Der Prüfer möchte aber sehen, dass du hier auch selbstbewusst über deine Schwächen reden kannst und welche Schwächen sich hier außerdem noch gut eignen, das zeige ich dir später im Video. Der vierte Abschnitt des multimodalen Interviews ist quasi ein Puffer für die beiden vorherigen Teile Selbstvorstellung und Berufswahl der Polizei. Hier ist es wichtig, dass du cool bleibst, dass du lächelst und authentisch bist. Es wird grundsätzlich alles erfragt und auch hinterfragt, was bisher gesagt wurde. Also lass dich nicht aus der Ruhe bringen, wenn auch mal eine stressige Frage kommt, die dich aus dem Konzept bringen soll. Nach diesem Teil folgen die biografischen Fragen, bei denen man herausfinden möchte, wie du in bestimmten Situationen aus deiner Vergangenheit heraus reagiert hast. Dies hat den Hintergrund, dass in einem gewissen Maß so auch dein künftiges Verhalten vorhergesagt werden kann. Außerdem bilden diese Fragen bzw. deine Antworten darauf auch einen kleinen Persönlichkeitstest. Ein Beispiel für eine biografiebezogene Frage wäre: Wie haben Sie in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass Gruppenarbeiten erfolgreich geführt werden könnten? Nach den biografiebezogenen Fragen folgt die realistische Tätigkeitsinfo, in der du zahlreiche Informationen über die zu besetzende Stelle erhältst. Zusätzlich ist nun auch der Moment gekommen, an dem du Fragen stellen darfst, die dir auf der Seele brennen. Dieser Teil wird grundsätzlich nicht bewertet, aber trotzdem ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Stelle auf keinen Fall Fragen zu Urlaub, Feierabend, Mittagspause. Dies würde an dieser Stelle kein gutes Licht auf dich werfen. Auch wenn es hier grundsätzlich keine Bewertung gibt, ist es trotzdem gut, wenn du deinen Prüfer mit einbeziehst und Fragen zu seinem Werdegang stellst und eben generell Fragen zum Polizeiberuf, die dich wirklich interessieren. Bereite diese Fragen unbedingt im Vorfeld schon mal vor, damit es auch so wirkt, dass du wirklich viele Fragen hast, dass es wie aus der Pistole geschossen kommt. Und dann hast du, auch wenn es hier keine Bewertung gibt, trotzdem ein paar Pluspunkte gesammelt. Um die persönliche Einstellung, Motivation und Ziele des Bewerbers noch besser zu verstehen, werden im folgenden Abschnitt weiterführende Fragen gestellt. Häufig wird dir hier eine fiktive Problemsituation aus dem zukünftigen Arbeitsalltag geschildert, und du wirst gefragt, wie du darauf reagieren würdest. Dabei geht es weniger um den konkreten Lösungsvorschlag, sondern vielmehr darum herauszufinden, wie du in stressigen Situationen reagieren würdest. Diese Szenarien nennt man auch Wenn-Dann-Szenarien. Das können viele verschiedene Möglichkeiten sein. Zum Beispiel könntest du in der Rolle eines Polizeivollzugsbeamten sein, der irgendwie mit anderen Bürgern reagieren muss, vielleicht sogar Störer, die irgendwas kaputt machen, vielleicht Jugendliche, die an einer Bushaltestelle randalieren. Es könnte aber auch sein, dass es ein Rollenspiel ist bzw. eine Wenn-Dann-Situation, wo man einen Bürger spielt, der einen anderen Bürger beobachtet. Nehmen wir das Beispiel mit den Jugendlichen an der Bushaltestelle, nicht als Vollzugsbeamter, sondern du als Privatperson, wenn du zuguckst. Oder es könnten Situationen sein, in denen man so tut, als wärst du ein aktiver Polizist und einer deiner Kollegen hat irgendetwas gemacht, wo du ihn jetzt mit konfrontieren musst. Grundsätzlich werden hierbei drei Kriterien beobachtet, nämlich der Bereich Rechtliches, ob du auch die rechtlichen Gegebenheiten beachtest,
der Bereich Taktik, sprich wie clever ist dein Vorgehen, gehst du die richtigen Schritte und natürlich auch die Psychologie, bist du empathisch, bist du durchsetzungsfähig, hast du die Polizeieigenschaften, die man für den Polizeidienst braucht. Grundsätzlich möchte die Polizei bei diesem ganzen Test sehen, ob du ein Teamplayer bist, ob du clever vorgehen kannst und ob bei dir auch das Recht an der ersten Stelle steht. Ein cooler Merksatz in diesem Zusammenhang habe ich aus der Polizeiausbildung gelernt. Das ist ein Merksatz, den sich zum Beispiel Polizeivollzugsbeamte stellen, wenn sie Notrufe entgegennehmen. Nämlich man fragt sich immer bei der Schilderung eines Sachverhaltes die Frage, wer hat was wo wann getan, wie, womit, warum. Du denkst jetzt vielleicht, was für ein langer Satz. Sag den einfach 10-mal ganz schnell, wer hat was wo wann getan, wie, womit, warum. Dann weißt du alle W-Fragen, man spricht von den sogenannten 7 W-Fragen, und die sind immer gut, wenn du sie zum Beispiel beobachtest. Wenn du jetzt zum Beispiel dieser Bürger bist, der die anderen Jugendlichen beobachtet, wie sie etwas kaputt machen, dann solltest du immer auf die 7 Ws eingehen. Also, wer ist das? Wie sieht der aus? Was machen die? Wo machen die es? Seit wann machen die es? Oder wann gehen die weg? Mit was machen sie die Bushaltestelle kaputt? Und so weiter. So viele Informationen, wie nur irgendwie möglich auftreiben. Was außerdem ein super Pluspunkt ist, wenn du bei diesen Wenn-Dann-Szenarien auch die Fachbegriffe aus der Polizeisprache herausnimmst. Typische Beispiele für alltägliche Maßnahmen, die Polizisten treffen, sind sogenannte Platzverweise, Gewahrsam und die Identitätsfeststellung. Beim Platzverweis spricht man dann, wenn eine Person die öffentliche Ordnung stört oder sich selber oder andere gefährdet, dann kann man sagen, dass diese Person für eine bestimmte Zeit einen Platz nicht mehr betreten darf, beispielsweise wenn die Person stark alkoholisiert ist. Das zweite ist der Gewahrsam, den macht man in der Regel, wenn eine Person ebenfalls stark alkoholisiert ist, sich selber bedroht durch einen Zustand, wie zum Beispiel durch Drogen oder Alkohol, oder wenn sie eine Gefahr für andere Personen darstellt. Last but not least die Identitätsfeststellung, das ist auch eine absolut typische Maßnahme. Hier ist es wichtig, dass wenn die Polizei Maßnahmen trifft, dass sie auch von den Beteiligten die Daten aufnimmt anhand des Bundespersonalausweises und diese Maßnahme nennt sich Identitätsfeststellung. Wenn du genau diese Wörter verwendest bei diesen Wenn-Dann-Fragen, dann wird dein Prüfer erkennen, okay, du hast es echt drauf, du kennst die polizeilichen Maßnahmen und dann hast du nochmal dicke Pluspunkte. Du kannst jetzt den Gesprächsabschluss nutzen, um deine Stärken noch einmal hervorzuheben und auf jeden Fall dich für die Einladung zu bedanken. Falls du noch offene Fragen hast, so ist hier deine letzte Chance im Interview. Danach gibt es nur noch, sich zu verabschieden und die Daumen zu drücken. Oftmals bekommt man auch an dieser Stelle Feedback, ob es geklappt hat und wie das Einstellungsauswahlverfahren weitergeht. Du hast nun die wichtigsten Fakten rund um das multimodale Interview bekommen. Nun wollen wir dir noch ein paar hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben, welche du beim Interview unbedingt beachten solltest. Du als Bewerber kannst sehr viele Pluspunkte gewinnen, wenn du das Prinzip des aktiven Zuhörens beachtest. Lasse deinen Interviewpartner ausreden, höre ihm aufmerksam zu und falle ihm auf gar keinen Fall ins Wort. Du kannst auch spezielle Techniken des aktiven Zuhörens verwenden, wie zum Beispiel Nicken, Blickkontakt oder kurze Zwischenbemerkungen, wie zum Beispiel ich verstehe oder auch Telefongeräusch wie da merkt man einfach, dass du zuhörst. Bereite dich auf die wichtigsten Fragen vor, höre gut zu und antworte immer dann, wenn du auch gefragt wirst. Unser zweiter Tipp ist ein richtiger Hack für das multimodale Interview. Denn wenn du nach deinen Stärken gefragt wirst, so nennst du am besten persönliche Eigenschaften, die von Vorteil für das Berufsleben sind, wie zum Beispiel Stressresistenz oder Teamfähigkeit. Wenn du im Gegensatz zu deinen Schwächen gefragt wirst, so machst du es genau andersrum. Du nennst keine Schwächen, die Auswirkungen auf das Berufsleben oder die angestrebte Position haben werden. Nenne hier lieber 2 harmlose private Schwächen, achte aber auf jeden Fall darauf, dass es wirklich Schwächen von dir sind und nicht irgendwas, was du dir ausgedacht hast. Solltest du ausdrücklich auf berufliche Schwächen angesprochen werden, so nenne die Punkte, die sich sowieso aus deinem Lebenslauf ergeben. Ein gutes Beispiel hierfür wäre bei jungen Bewerbern die mangelnde Berufserfahrung, weil diese harmlose Schwäche ja nicht auf Dauer ist. Die Fragen, die wir dir gezeigt haben, solltest du spätestens am Tag vor dem Interview für dich schon beantwortet haben, denn so hast du ein gutes und sicheres Gefühl und das nicht erst 5 Minuten vor dem Termin, wo du sowieso total nervös bist. Außerdem liest dir rechtzeitig vor deinem Gespräch deinen Lebenslauf, deine Zeugnisse und auch dein Anschreiben durch, denn oft wird im Interview Bezug auf die von dir gemachten Angaben genommen. Wie du deine Vorbereitung auf den Termin nun noch weiter optimieren kannst, das zeigen wir dir jetzt.
Ein passender Online-Trainer für die Übung im Assessment Center der Polizei ist der Polizeieinstellungstest-Online-Test-Trainer von Blakos. Dies war ein Einblick in die Interviews im Assessment Center der Polizei, die dich im Rahmen eines Bewerbungsprozesses erwarten werden. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreibe deine Fragen in die Kommentare. Wir wünschen dir sehr viel Spaß beim Üben und ganz viel Erfolg im Assessment Center, dein Blakos-Team.